Gut, an dieser Stelle sprechen wir jetzt über das Thema Beachburg. Wir sehen es hier auch auf der Grafik. Covid-19 sorgt für eine harte Landung der US-Wirtschaft. Und die Frage, die sich hier am Ende stellt, ist, steht das dicke Ende noch bevor oder wird es die Fed richten? Beziehungsweise es ist ja nicht nur die Fed, es ist ja auch die US-Regierung, die hier sehr, sehr viel macht. Die Rettungsprogramme sind ja aufgelegt worden. Nach oben hin scheint kein Deckel da zu sein. Das heißt, man scheint ja an einem Masterplan zu arbeiten, nachdem die Liquiditätskrise bei den Banken ja soweit es geht ausgeregelt wurde, dass man sich jetzt um weitere Faktoren kümmern kann, dass die Unternehmen nicht pleite gehen, dass sozusagen der Privatkonsum auch aufgehalten wird. Das sind alles Sachen, die liegen jetzt auf der Agenda der Regierung und das Ganze schauen wir uns jetzt einmal an, was die US-Wirtschaft aktuell hier zu vermelden hat. Vorab der Risikohinweis, wie immer, bitte ich zu beachten, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir auf das, was hier an dieser Stelle jetzt auch kommt. Ich schalte den Monitor bloß mal ganz kurz um und damit sehen wir aktuell halt den Blick in das Beachbook. Für diejenigen, die sich das Ganze selbst mal auch anschauen möchte, den Konjunkturbericht, den gibt es seit 1970. Da werden Ökonomen, Branchenexperten und Unternehmenslenker befragt, wie es der Wirtschaft sozusagen geht. Und diese Informationen, die geben einfach Aussagen über ökonomische Trends an dieser Stelle und positive oder negative Nachrichten sozusagen, die haben Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und genau das sind die Informationen, die der Offenmarktausschuss sozusagen das FOMC nutzt, um die Wirtschaft mit den Maßnahmen, die die Federal Reserve machen kann, zu stützen, zu lenken, in die richtigen Bahnen zu halten. Das heißt, das wird genutzt, um Maßnahmen auszuarbeiten. Ansonsten wird das Ganze, wie schon gesagt, regelmäßig veröffentlicht im Board of Governors. Wer sich das Ganze, wie schon gesagt, selbst auch anschauen möchte, ich habe hier mal den Link, ich blinge den ganz kurz mal rein in die Chats. Man kann da relativ flott selbst auch nachschauen. Das Ganze ist natürlich dort in Englisch gehalten und weil das Ganze halt auch so wichtig ist, ja, gebe ich das Ganze halt auch hier an dieser Stelle mal mit rein. Für diejenigen, die es interessiert, bitte einfach anschauen und da kann man da reinschauen. Wir schauen uns jetzt auf einmal das an, was es hier aktuell zu vermelden gibt. Das heißt, an dieser Stelle wie immer die Dreiteilung. Wir starten mit den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten und da heißt an dieser Stelle der starke Wirtschaftseinbruch. Das heißt, wir sehen ganz klar, Covid-19 bremst die Wirtschaft scharf und abrupt. Und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Im Vergleich zu der letzten vergleichbaren Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, gibt es hier halt einen starken Unterschied. Und der Unterschied ist halt einfach, damals war die Weltwirtschaft schuld an der Krise, jetzt ist es eine Krankheit. Und wenn die Krankheit weg ist, dann wird sich die Weltwirtschaft in ganz anderem Stil erholen können, als das damals der Fall gewesen ist. Das heißt, diese starke Auswirkung auf die Wirtschaft trifft am meisten in den USA, wie auch hier in Deutschland, das Thema Freizeitgestaltung, das Thema Gastgewerbe und das Thema Einzelhandel. Die sind am meisten davon betroffen. Das Ganze wird natürlich bedingt durch diese ganzen sozialen Kontaktverbote und natürlich angeordnete Geschäftsschließung. Also das ist in den USA an dieser Stelle nichts anderes als das, was wir hier bei uns in Europa auch sehen, auch in Deutschland sehen. Das sind genau die gleichen Dinge, die wir dort sehen. Das verarbeitende Gewerbe ist ebenfalls rückläufig, nur auch da, ähnlich wie hier bei uns in Deutschland, gibt es gewisse Unterschiede. Je nach Industrie, je nach Sektor fällt das Ganze unterschiedlich aus. Das heißt, in den USA sind auch wie bei uns in Deutschland Nahrungsmittel und Medizinprodukte sehr, sehr stark gefragt. Allerdings gibt es hier teilweise auch Probleme. Es gibt Produktionsverzögerungen aufgrund unterbrochener Lieferketten bzw. Vorgaben zur Infektionsprävention. Die Autoindustrie ist in den USA vollständig lahmgelegt, aber auch hier gibt es mittlerweile, sage ich mal, positive Gedanken. Auch wir sehen es ja auch hier bei uns in Deutschland, die Autobauer
haben jetzt auch schon einen Plan vorgestellt, wann die Produktion wieder aufgenommen wird. Und da richtet man sich auch so ein bisschen nach dem, was in China passiert. Wir sehen es, die deutschen Autobauer, die arbeiten ja auch in China, die haben da schon erste Erfahrungen gemacht, wie das in China dort anläuft. Und ähnlich wird es dann bei uns laufen. Und es wird so sein in den USA wahrscheinlich auch. Aber aktuell ist die Autoindustrie halt auch vollständig lahmgelegt. Und auch der Energiesektor leidet unter dem Preisverfall wegen der geringen Nachfrage, weil es ist ja auch ganz logisch, wenn die ganzen Unternehmen, die Industrien nicht produzieren, das verarbeitende Gewerbe ist rückläufig, die Hotels, alles Mögliche, was Energie braucht, ist halt einfach auf Sparflamme beziehungsweise momentan gar nicht großartig unterwegs. Das merkt man natürlich, da sinkt die Nachfrage extrem. Und das ist halt etwas, da leidet der Energiesektor sehr, sehr stark drunter. Wir werden das nachher auch bei den Angestellten sehen. Hier an dieser Stelle, die gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten zeigen uns weiterhin das Thema Kreditnachfrage. Das ist in den USA natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und hier sehen wir, in den Bezirken, die hier über diese Aktivitäten berichtet haben, wurde berichtet über eine sehr, sehr hohe Kreditnachfrage. Unternehmen weiten ihre Kreditlinien aus, Privathaushalte refinanzieren Hypotheken. Und in den USA, gerade das Thema auch der Privathaushalte, es ist halt immens. Ne? Wenn man mal hört, wenn man den Zahlen vertrauen kann, dass der durchschnittliche Bürger in den USA Rücklagen in Höhe von $400 hat. Zugehört, $400. Und es jetzt dort nicht sowas gibt wie das Kurzarbeitgeld oder ähnliches bei uns in Deutschland. Das ist schon echt brutal. Und wenn die halt mit ihren Raten in Rückzug kommen durch die Arbeitslosigkeit, das ist halt eine echt brutale Situation für die Haushalte. Da gibt es, wenn das nicht geklärt wird, wenn das nicht aufgehalten wird, gibt es da massive Liquiditätsengpässe, da gibt es massive Privatinsolvenzen. Das hat dann weiter den nächsten Schritt, da haben wir die nächste Finanzmarktkrise in diesem Moment. Und deshalb ist das halt so extrem wichtig, auch darauf zu schauen. Und hier wird halt sozusagen zeigt, es ist eine extrem hohe Nachfrage nach der Refinanzierung. Es muss durch die Kredite Luft geschaffen werden, dass die Leute, die Privathaushalte und die Unternehmen Zeit bekommen, um ihre Geschäfte wieder in Gang zu bringen. Das ist ja das, was man momentan braucht. Und das ist auch das, was hier vermeldet wird aus der Wirtschaft. Landesweit gibt es sehr, sehr hohe Ungewissheit wegen der Sorge um die Geschäftsentwicklung. Und man erwartet hier auch eine weitere Verschlechterung der Bedingungen in den nächsten Monaten. Soweit einmal zu den gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten in den USA. Also da spiegelt sich auch einiges zu dem, wie wir es hier bei uns in Deutschland haben. Schauen wir mal auf den Arbeitsmarkt. Auch da ist es keine, sage ich mal, Überraschung, dass wir einen sehr, sehr starken Rückgang der Beschäftigung landesweit haben. Das haben wir an den aktuellen Zahlen gesehen. Die Pandemie trifft Unternehmen in sehr, sehr vielen Sektoren, auch das die Hauptlast, wie vorhin gesehen, Einzelhandel, Freizeit-, Gast- und Hotelgewerbe. Das sind die, die es am schlimmsten getroffen hat. Produktionsgewerbe und Energiesektor melden auch Entlassungen. Aber, und das ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Botschaft, die, ich sag mal, die Optimisten unter uns doch positiv stimmen kann, wenn man sich die Entwicklung mal anschaut. Heißt also, wie ich das vorhin schon avisiert hatte, die Entlassungen, die wir hier haben, die sind einfach gemacht worden, weil die Unternehmen gar nicht anders können. Die müssen sparen, die Unternehmen. Und dadurch, der wichtigste Kosten oder ein riesengroßer Kostenfaktor sind halt sozusagen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber weil man halt davon ausgeht, dass die Geschäfte irgendwann wieder zum Laufen kommen, sind diese Entlastungen teilweise zeitlich beschränkt. Das heißt, es wird ganz klar gesagt, wir wollen euch wieder einstellen, sobald wir die Geschäfte wieder aufnehmen. Aber kurzfristig ist ein weiterer Jobabbau erwartet. Auf der Seite der Gehälter, ganz logisch, hier haben wir keinen Gehaltsdruck. Ne? Wenn wir das mal sehen, der Allgemeinheit haben wir Lohnsenkungen, ganz klar. Durch die geringere Arbeitszeit wird es halt weniger Gehalt geben und das ist halt etwas, das hier mit reingeht. Es gibt allerdings Ausnahmen und zwar im Lebensmittelsektor und bei den hochfrequentierten Unternehmen. Da gibt es Zusatzzahlungen, da ist der Lohndruck etwas mit da
Und das sind die Dinge, die wir hier auf der Lohnseite sehen. Und da sehen wir halt auch Ähnliches wie bei uns in Deutschland. Schauen wir auf die Preise. Thema Inflation ist ja auch wieder wichtig. Auch hier gab es keine Überraschungen. Es gibt keinen Inflationsdruck. Wo soll der auch herkommen, wenn die Preise durch die Reihe sinken? Das heißt, die Preisentwicklung ist unterschiedlich gemeldet worden. Von verlangsamt über unverändert zu rückläufig. Die größte Auswirkung ist natürlich logischerweise der Nachfragerückgang durch Covid-19. Thema Energiepreise, die sind teils wirklich weiter sehr, sehr rückgängig. Aber es gibt auch Preissteigerungen in den USA. Und zwar in dem Thema Frachtpreise, Agrarrohstoffe und Konsumgüter. Es gibt hier teils Nachfrageüberhänge, weil einfach das Angebot kleiner geworden ist. Und dadurch haben wir hier die Lieferketten, die gestört wurden und die fehlenden Frachtkapazitäten. Und das wirkt natürlich auf die entsprechenden Preise. Weitläufig allerdings wird hier davon oder damit gerechnet, dass wir weitere Preisrückgänge erwarten. Das sind dann die Auswirkungen durch das Covid-19. Das ist also das, was wir momentan im aktuellen B-Spook an dieser Stelle auch vermeldet bekommen haben aus den USA. Das heißt, da sieht es überhaupt nicht gut aus. Rabenschwarz kann man sozusagen sagen. Aber ich habe noch eine gute Nachricht. Das sind Dinge, die wir teilweise schon wissen. Jedoch, sage ich mal, gibt es immer wieder so Indikationen, dass sich die Lage auch wieder bessern kann. Das wird nichts sein, was von heute auf morgen sich ändert. Aber wenn wir uns mal anschauen, was ist denn in den USA bzw. weltweit ein Zeichen dafür, dass es so langsam wieder bergauf geht? Steigende Nachfrage, na klar. Aber woran kann man das bemessen? Man kann das bemessen an den sogenannten Wirtschaftsindikatoren oder beziehungsweise den Indizes dazu. Und da haben wir hier mit Blick in die USA etwas, das ich persönlich als sehr, sehr positiv empfinde. Und zwar ist das hier an dieser Stelle der Blick in den Transportation Index. Schaut euch mal an, der ist natürlich massiv unter die Räder gekommen. Das ist ganz klar. Aber was wir sehen ist, dieser Index trendet mittlerweile wieder nach oben. Wir haben einen Aufwärtstrend im Transportation Index in den USA und das macht so ein bisschen Hoffnung, wenn wieder mehr Güter produziert werden, könnte das durchaus daran liegen, dass die Nachfrage auch mittelfristig wieder ansteigen kann. Wir sehen es auch hier in der Dow-Theorie wird ja auch immer gesagt, dass der Transportation Index und der Dow Jones im Optimalfall im Gleichlauf sind und dabei geht der Transportation Index immer so zeitig ein bisschen den Ganzen hervor. Wir sehen es, der Dow trendet hoch, der Transportation Index trendet auch hoch. Das ist das eine, der Index hier auf die USA und das zweite ist, das ist das, was wir hier uns ja immer wieder anschauen, ist das Thema, jetzt muss ich umblättern, hier, komm mal eine Seite weiter bitte, jetzt hängt die Präsentation, kurzen Augenblick. Ich hoffe, dass ich es jetzt hinkriege. Jawohl, da haben wir es doch. Der zweite Index, auf den ich schaue, ist der Baltic Dry Index. Das heißt, das ist sozusagen das, was über den Seeweg an trockenen Gütern verschifft wird. Und wenn wir das mal sehen, mit diesem starken Schub nach unten hat sich die Weltwirtschaft schon langsam gebremst. Das haben wir ja gesehen durch die ganzen Scherereien, die wir hatten zwischen USA und China. Das ganze Thema ist ja jetzt durch die Pandemie deutlich in den Hintergrund gerückt. Wir hatten einfach den Markt hier sehr, sehr stark nach unten. Es sind von dieser Index ist halt gefallen hier oben vom Hoch von 2500 Punkten auf unter 500 Punkte. Als wir diesen Index das letzte Mal besprochen hatten, stand er hier, deswegen habe ich die Linie mal reingemacht, um die Marke von 500 Punkten. Und was wir jetzt mittlerweile allerdings sehen, ist, dass wir aus China beispielsweise, also alles, was über den Seeweg kommt, das kommt ja häufig aus dem asiatischen Raum, hier haben wir auch leichte Anstiege zu vermelden. Das ist erst einmal ein erster leichter Ansatzpunkt. Das ist natürlich hier bei weitem noch kein Ende. Ne? Wir trenden hier auch noch nicht so nach oben, wie wir das hier drüben gesehen haben. Aber es ist ein erster Hoffnungsschimmer am Horizont, dass wir durchaus den Boden gesehen haben könnten und wir jetzt einen Start haben von dem, was in der Zukunft wieder besser sein sollte. Und da haben wir hier doch ein weiteres Lebenszeichen von dieser Seite heraus gesehen. Also mal ein bisschen positives Bild in diesen vielen, vielen schlechten Nachrichten.
haben wir an dieser Stelle auch. An diesem Punkt sage ich, ich hoffe, es war interessant. Sage danke für das Zuschauen. Empfehlt uns gerne weiter. Und nächste Woche gibt es übrigens hier vom Sendehinweis auch noch etwas. Wir haben nächste Woche, wäre ja in Stuttgart eigentlich die Invest gewesen. Die Invest findet allerdings nicht statt aufgrund der aktuellen Beschränkungen, aufgrund der Krankheit des Covid-19. Die Veranstaltung mit der World of Trading on Tour, da hätte ich ja in Stuttgart zwei Vorträge gehalten, wird online stattfinden. Das heißt, nächste Woche, ich zeige das mal ganz kurz einen Augenblick, da muss ich mal flott hier auf die Website gehen und mal schauen, wo wir die Anmeldung finden. Da haben wir nämlich die entsprechenden Veranstaltungen im Online-Bereich. Und das ist ja sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Das heißt, hier können wir das Ganze mit einsehen. Das heißt, hier sehen wir, jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, ob wir es da schon drinnen haben. Da haben wir es noch nicht drinnen. Das heißt, wir gehen einfach mal auf die World of Trading on Tour. Ich suche es mal ganz kurz raus. So, die World of Trading on Tour, da ist er. So, da kann man sich nämlich anmelden. Und da sehen wir entsprechend auch das Programm. Hier an dieser Stelle, WOT at Home heißt das Ganze. Hier kann man sich kostenfrei anmelden und beim Programm habe ich zwei Vorträge in der nächsten Woche am Samstag. Und zwar, jetzt muss ich nochmal zum Samstag runtergehen, hier einmal um 11 Uhr und einmal um 13 Uhr und einmal um 14 Uhr. Hier haben wir es drinnen. Einmal spreche ich da über das Thema der Performance-Strategien für den Forex-Handel und auf der anderen Seite spreche ich um 14 Uhr hier entsprechend über das Thema Top-Trading-Resultate mit Hebel im Forex-Markt. Ist interessant, wer das mag, bitte einfach anmelden. Wir werden das Ganze, oder auf der Facebook-Seite haben wir es ja auch schon beworben, das Ganze hier an dieser Stelle mit reinnehmen und damit kann sich jeder da auch anmelden. Ich schicke gleich mal noch den Anmelde-Link hier an dieser Stelle rum. Ganz kurzen Augenblick. Und da kann jeder dabei. Das Ganze ist wie immer kostenfrei hier an dieser Stelle. Und auf alle Fälle sehenswert. Link kommt sofort. Und dann sind wir auch gleich fertig. So, ich musste nur mal reinscrollen. Und dann gehen wir das Ganze einfach mal mit an hier an dieser Stelle. So, da haben wir es. Da der Link. Ich poste den einfach mal hier in Facebook auch mit rein. Also hier, da ist der Anmelde-Link, ist ein Bitly-Link. Einfach draufklicken und da geht es entsprechend auf die Seite drauf. Und hier natürlich das Ganze noch für die Zuschauer auf dem Go-To-Stream und das Ganze hier noch mit Blick auf das, was wir hier haben. Da haben wir die Registrierung sozusagen auch noch mit da. Da kann man sich das Ganze anschauen. Also einfach anmelden, dabei sein und etwas lernen. Ich sage an dieser Stelle danke, ein schönes Wochenende und bis Sonntag zum Research. Am Sonntag veröffentliche ich natürlich wieder den einfachen Blick in die Märkte mit dem, was uns nächste Woche erwartet. Ein paar Handelsideen und das Ganze besprechen wir wie immer am Montag um 8.30 Uhr live hier über den Kanal auf GoToWebinar oder Facebook. Tickmill Deutsch. Danke für die Zeit und bye bye. Tschüss.